Ich muss euch noch ein, was ich gemacht habe. Wallah, ich bin gestern gestorben. Chat, ich bin die ganze Zeit im, als Admin rumgeflogen. Hab ein bisschen Scheiße gebaut. An die Leute, die das jetzt wissen, dass ich's war, tut mir schon mal leid. Die Armen, Support-Warteraum war gestern voll. Keiner hat auf die gewartet. Ich kann's euch ja mal zeigen. Moin, moin. Wo? Ja, einmal bitte in den Support kommen, ja? Ausloggen und Support sofort. Okay. Moment! Einmal bitte erstmal die Arme hoch, ja? So, jetzt Support bitte. Aber zacki. Ausloggen und sofort in den Support. Okay. Wallah, Chat, das habe ich gestern die ganze Nacht gemacht. Und dann bin ich einfach weggegangen. Und meine Freunde sagen so, ey, willst du dir nicht wenigstens sagen, dass du die getrollt hast? Ich sag, nee, die werden das irgendwann selber merken. Ja, Safe Support, warte, wir gehen jetzt mal gucken. Moin, moin. Ausloggen, ne, also. Ah, da ist er doch. Ja, weißt du, was du falsch gemacht hast? hast du ihn aufgeklärt, Ali? Ja, ich habe ihn aufgeklärt. Du hast mich einfach hops genommen. kennst du mich vorher schon? Ich? Also du meinst jetzt von Twitch? Ja, aber jetzt so von IC? Nicht wirklich, nein. Okay, hast du meine Stimme nicht erkannt? Nicht direkt, also kam mir sass ein bisschen vor, ne, so wegen hier, na, Duanga. Ja, genau, Duanga. Bisschen Ähnlichkeit ist da, ne? So leicht. Ja, wegen dieser und hallo. Ich weiß, ich check, was du meinst. Ja. Okay, tut mir leid, bist du sauer auf mich? Nein, alles gut. Er ist nur sauer, dass sein Auto weg ist. Ist egal, ich gebe dir auch ein Fahrrad, so wie gestern den von MOB. Oder nein, ich will kein Fahrrad, Mann. Bitte bring ich einfach nur ab, Chef. Lock dich ein und sag mir deine ID mal kurz. 254. Nee, deine ID. 254. Die, du oben rechts steht, bitte. Ja, 254. Bruder, dreimal, jetzt reicht doch einmal. Bitte kein Fahrrad, bitte. Nein, nicht, nein, bitte nicht. Wirklich, du kriegst ein BMX. Oh mein Gott, ja. Viel Spaß auf Final City, ja? Alles klar, danke. Ciao. Und genau so, Chat, ist dann der Typ von MOB aufgewacht, reingestiegen und einfach weggefahren. Sollen wir mal noch einen suchen, Chat? Lokotoni, natürlich da, wo ich bin, ne? Moin, moin. Hallo. Roland, bitte einmal mit mir kommen, ja? Okay. So reicht auch mit den OC-Talks jetzt, ja? Darf ich genau wissen, was gemeint war? Ich glaube das nicht. Schon wieder einer, der diskutiert. Das ist die erste Verwarnung jetzt für dich. Okay, und was soll ich machen? Wie, was soll ich machen? Okay, ich werde mich bessern. Sehr gut. Meld dich bitte einmal im Support, hol dir deine erste Verwarnung ab und dann kannst du nach 7 Tagen wieder einen Entbannungsantrag stellen, ja? Wäre ich jetzt gebannt? Ja, für 7 Tage. Okay. Die akzeptieren das alle so. Auf Ernst, gestern war genauso. Ich bin nicht klargekommen. Ich sag einfach, du cheatest, er sagt einfach, okay, gebannt. Wie bitte? Soll ich jetzt in Support gehen? Sag mal, spreche ich Chinesisch oder was? Okay. Kleinen Moment, Roland. Wie heißt du in echt? Auch Roland. Zeit, ja, klasse. OOC-Spieler, ich können wir hier nicht gebrauchen. So, ab vom Hof. Okay. Ich mach Spaß, Roland. Ich mach Spaß, also. Roland. Ich troll nur ein bisschen, ich bin Abogoku. Wenn du ja immer überfahren bist, dann heißt das ja, dass du immer Fehler machst, Roland. Eine Frage habe ich an dich. Warum hast du einfach akzeptiert, dass ich dich bannen wollte? Du hast doch gar nichts gemacht. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt... Ich hieß ja auch noch, du willst jetzt auch diskutieren. Roland! Warum machst du so mit mir?
Was? Ja. Ich gebe dir eine kleine Entschädigung, okay, Roland? So, such dir eine Zahl zwischen, und jetzt werde schlau, es geht nämlich um Geld. Such dir eine Zahl zwischen 1 und 1 Million aus. Die 15, meine Dienstnummer. Na gut, oh, eine gute Wahl. Viel Spaß, Roland, 15 Dollar gewonnen. Dankeschön. Gerne. Waren fast 1 Million, aber ist okay. Fast. Ja, du hättest nur 1 Million ja, sagen müssen. Als Medic verdient man gut. Wie bitte? Als Medic verdient man gut. Also bist du zufrieden, sagst du? Ja, ist nicht schlimm. Ja, aber... Warte, ich geb dir was anderes noch. Dankeschön. Erzähl das aber niemandem, okay? Okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Schönen Tag noch. Bis dann dir auch. Tschüss. So, mal gucken, ob er uns verrät, Chat. Wo läuft der? Er geht direkt einzahlen. Hä? Hat bestimmt geweint oder so, Digga. Er hat bestimmt geweint oder so. Ruf dem an, der sollte dich ja mitnehmen. Alles gut. Ach, Roland. Denkst du, kannst ja andere Leute verarschen, wirst du auch verarscht, Digga. Ja. Er sagt einfach nichts. Ich bin mal gut weg. Ja, ciao. Er hat uns gerade noch hochgenommen, JB, dass wir gestern verarscht worden sind. Und zack, wurde er das nächste Opfer. Wart ihr, dass ich verarscht hab? Ja, ja. Ich hab grad noch überlegt, ob ich zu dir komme und frag, wo ich dir die Gurke hinschieben soll. Aber pass auf, er hat gerade dein Dings angeschaut, ja, und sagt, ey, welche von euch wurden gestern verarscht und lacht uns aus, ja, und dann kommst du und nimmst die Nops, das hat so gepasst. Bruder. Nein! Doch. Oh mein, warte, wer wurde gestern verarscht? André, ich und noch andere. Du mit Kollege. Der Mütze, komm mal bitte mit. Wohin? Komm, du wurdest das zweite Mal verarscht. Der Arme. Das war so lustig, Chat. Ihr habt keine Ahnung, die sind zu dritt saßen die da, die drei Medics. Ich so, einmal sofort in den Support, bitte. Die haben alle drei instant ausgelockt, Chat. Alle drei gleichzeitig. Pinguin? Moin, moin. Ja? So, kannst du dich einmal bei dem Support melden? Warum? Diskutierst du mit mir? Kann sein, dass er mich kennt. Nein. Ja, dann mal los. Ja, okay. Das, zu Axt gebannt zu werden. Jo, Bruder, ich hab eine ganz kurze Frage, ja? Ja. Hallo? Ja. Ich hab eine Verwarnung bekommen, irgendwas wegen meinem 5M-Namen von Sarah. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Was ist denn an meinem Namen falsch? Ja, das kann ich dir ganz einfach erklären. Da steht Zero. Okay, was soll da sonst stehen? Nee, die Frage ist, was heißt Zero? Zero? Ja, richtig. Das ist mein Steam-Name. Ja, und warum? Okay, alles klar, hat schon erledigt. Dann werde ich das mal ändern. Was ist denn los mit dir? Wie, was meinst du? Nee, das ist mir zu viel Diskussion. Ich setze dich mal 3 Tage auf die Bannpause, ja? Hä, warum? Ja, du diskutierst die ganze Zeit rum. Ich habe doch gar nicht diskutiert. Zero ist ein bekannter Cheater-Clan. Ach so, Bro, ich heiße Zero und Z ist einfach so, damit es cool aussieht und nicht mit einem S. sorry, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber du bist ein Support, da kannst du nicht Pro sagen. Kannst du dich dafür entschuldigen, bitte? Es tut mir leid, hä? Ja, sehr gut. Okay, also ich gehe davon aus, dass du der Cheater-Gruppe angehörst. Ist das richtig? Nein. Also du sagst mir, dein echter Name ist Zero. Mein richtiger Name ist Serrat. Mhm. Mein Spitzname ist Zero. Serrat, Zero ist ja ein bisschen weit hergeholt. Das könnte eine Ausrede sein, nehme ich aber nicht an. Okay. Gut, okay, dann stell in 3 Tagen einen Bannungsantrag. Der wird in circa 2 bis 6 Wochen bearbeitet. Okay, alles klar. Einmal ausloggen, bitte. Schade. Hey, was ist los, Pinguin? Ja, ich war im Support, das war doch ein Versehen jetzt. Wie, das war ein Versehen? Abo? Ja. Hä, was ist hier jetzt? Bruder, ich warte im Support auf dich. Lock dich doch bitte aus und komm jetzt in den Support. Mich hat jetzt gerade einer gemoved, hat gesagt, das war ein Versehen. Ja, weil er dachte, so, komm jetzt bitte in den Support. Bis gleich. Also ich muss mich... Oh, meine Fresse. Ha ha ha!
Alter, move ihn mal zu mir. Kann ich ihn moven? Ja, Pinguin. Ja, was ist los? Was ist denn da los mit dir? Warum bist du denn so toxisch offline gegangen? Ja, weil ich jetzt wieder connected bin und alles. Ich wurde halt gerade überfahren und so in der Page. Ich sag's dir, die kommen in Support, die lockst dich aus. Verstehen den Unterschied nicht. Ja, okay. Ich bin jetzt hier, was los? Ist alles gut bei dir? Ja, ja. Ich bin nur ein bisschen krank. Oh, gute Besserung. Und danke dir. Hab okay. Ich was falsch gemacht oder nee, so? Alles gut. Ich wollte dir nur mal Hallo sagen. Hä? Yeah. Ja, okay. Hau ich zurück. Okay, bis dann. Hau rein. Hä? Ey, ist das einer? Moin, moin. Moin, kannst du mich hören? Ich kann dich hören, ja. Ja, klasse. Weißt du, warum ich hier bin? Nein. Du läufst auf der Autobahn zu Fuß entlang. Wo ist denn dein Auto? Ich komme aus dem Knast, mein Bruder. Ja, das ist aber egal. Das ist Fail-RP. Auf der Autobahn hast du mit dem Auto zu fahren. Okay. Ja. Was soll ich jetzt machen, wenn ich einmal bitte Auto ausloggen hab? Und sofort in den Support melden. Alles klar. Ja, los. Stehen bleiben! Halt! Sag mal, spinnste! Autobahn entlang, ja? Ich laufe doch jetzt am Grünstreifen entlang. Das ist Supportflucht? Das ist Supportflucht. Mündliche Verwarnung. Okay, alles klar, habe ich eine mündliche Verwarnung. Ja, das sind 3 Tage Bahn. Okay, alles klar. Für dass ich neben. Perfekt. Gut. Alles klar. So. Wenn du schon auf der Autobahn langläufst, kannst du auch Berge klettern. Ciao, ciao. Nein. Sag mir, wohin du willst. Einfach MOB-Hut. Aber du hast mich sowieso schon näher rangebracht. Ja, wusste ich nicht. Hast du mich erkannt oder was war los? Ja, ja, ich hab deine Stimme. Aber beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal habe ich die erkannt. Mann, so eine Scheiße. Du hast einfach markante Stimme, das ist schwierig, ich sag dir ehrlich. Ja. Easy, viel Spaß. Ich danke dir, Mann. Dir auch, ja. Oh, mein, ciao, Leute, ciao. Verarschen. Ciao, ciao. Mann. Aha. Boah, die geben mich sehr. Die Cafés, Mafés. Ja, hier und da mal wieder überlegt, so zwischendurch passieren immer viele Sachen. Zwischen diesen ganzen Familiengetümmel. Ja, safe, safe, safe. Also bist jetzt im Moment erstmal so und wartest erstmal deine Zeit ab, ja? Ja, ganz genau. Okay, okay. Ganz genau. Da finde ich cool. Huch! Oh. Moin, moin. Ich muss dich einmal mitnehmen. Nein, wohin? Warum? Ja, ein Sofortfall. Scheiße. Oh. Ups. Darf ich weiter rauchen währenddessen? Okay. Weißt du denn, was falsch gelaufen ist? Nein, ich habe mir zu lange die Muskeln von dem Herrn angeguckt. Wir sind hier nicht im RP. Ich weiß, alles gut. Nein, weiß ich nicht. Was ist denn falsch gelaufen? Auch mal raten auch? Auch mal raten. Jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade was falsch gemacht, sagst du? Die letzten 2 Stunden. Die letzten 2 Stunden? Mhm. Aber ich bin gerade erst da. Richtig, die meine ich ja. Also quasi erst seit 10 Minuten? 10 Minuten, richtig. Um genau zu sein, 11 Minuten 30 steht hier in der Lok. 11 Minuten 30. Richtig. Okay. Also ich bin aufgewacht, zum Würfelpack gelaufen und habe mich mit dem Herrn unterhalten. Und das ist ein Livestreamer und deswegen gehen wir von Meta aus. Du bist nämlich direkt dorthin gelaufen. Aber ich habe ihn ja gesehen, wie er da gestanden hat, weil ja, ich da aufgewacht kannst bin. Du einmal deinen Clip einsenden? Klar. Sehr gut. Ich würde dich dann erstmal sicherheitsbannen, bis du den Antrag gestellt hast, ja? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, das musst du doch erstmal beweisen. Oh, ich habe doch nicht mal ein Stream offen. Ja, wissen wir nicht. Ich sitze ja nicht hinter deinem PC. Ja, ich bin auch sehr froh, weil dann wäre es hier auch ziemlich kuschelig vorm PC, sag ich dir ehrlich. Okay, ah, ja, dann natürlich. Nur Spaß, du hast nichts gemacht, ich bring dich zurück. Ich habe fast geweint. Ich habe dich lieb, bis dann. Ja. So, Blatze, ja. Moin moin! Hallo? Ja, hi, willkommen zu Port. Hi! Was gibt's da zu lachen? Ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Ich bin Supporter? Ja, das habe ich gesehen. Und wie möchtest du mir helfen?
ich möchte dir gar nicht helfen. Du musst mir mal einen Clip einsenden. Ja, welchen? Von wann? Von was? Wie lange bist du heute schon online? Auf Final City? Warte, das Digga, kann ich warte mal, das ist ein bisschen komisch hier. Wann war das letzte Mal, seitdem du einen gekillt hast mit deiner Waffe? Hallo, auch mal reden, bitte! Hallo! Hörst du mich nicht? Ja. Das ist ewig her, habe ich gesagt. Ja. Mein letzter Clip, wo ich einen gekillt habe, war... Moment, ich suche den eben. Ach, den sehe ich doch bei uns im Verteiler. Am 9.2. 9.2., ja. Und das ist schon mal das Problem hier leider. Wieso? Ja, wir sind auf Final City und da ist der Maßstab auch immer, dass du ein paar Leute umbringst. Ja. Und wir haben so eine Regel, ne? Steht im Regelwerk, würdest du erkennen, wenn du es lesen würdest? Dass ich alles klippen muss, wenn irgendwie anfängt Schussgefecht und so. Ich weiß schon. Nee, ganz falsch. Wir haben ja jetzt auch neue Regeln. Und du musst leider auch mal den ein oder anderen niederschießen. Du hast jetzt rein theoretisch noch bis 16.45 Uhr Zeit, nochmal jemanden umzubringen. Warte mal, ich werde gezwungen, jemanden umzuschießen? Ja, richtig. Okay. Ja, wir fahren hier nämlich die Schiene Gambo/Content/RP-Server. Und das muss auch eingehalten werden von egal wen, sei es Streamer oder nicht Streamer. Deswegen, wie gesagt, hast du jetzt noch, um genau zu sein, 16, 17, naja, 31 minus 45. Was denn? Also bis 16.45 Uhr hast du Zeit. Was war das für ein Rechner? Warte mal. Darf ich wissen, wo das genau steht, in welchem Absatz? Wo genau steht, dass ich irgendwen umbringen muss? Hast du das Regelwerk offen? Natürlich nicht. Ich habe das ja nicht 24/7 auf. Und das ist auch noch schon mal die zweite Regelverletzung. Wenn du Supportfall bist, musst du direkt das Regelwerk offen haben. Ansonsten gibt es leider eine mündliche Verwarnung. Aber wieso bin ich denn jetzt ein Supportfall? Weil ich das so entscheide als Final City Supporter. Okay, ich hab's auf. Scheiße. Hast du die PDF runtergeladen? Das ist nämlich ein externes Regelwerk von der PDF zu der ZIP-Datei. Richtig, musst du nur extrahieren auf den Ordner. Hast du es gemacht oder eher noch nicht? Nein. Ja, super. Ich mach's mal kurz und schmerzlos. Du hast bis 16.45 Uhr Zeit, jemanden zu töten. Ist egal wen, Hauptsache mit RP-Hintergrund. Und dann ist auch alles gut. Ah, okay. Gut. Gut, danke für diese Info. Nur so, wenn wir in den Logs nicht sehen, dass du jemanden getötet hast, müssen wir dich leider für 6 Tage Sicherheitsbannen. Und dann kannst du aber gerne auch einen Antrag wieder stellen, dass du entbannt wirst. Der wird zwischen 3 bis 6 Wochen bearbeitet, ja? Ja, wie beim Arbeitsamt, alles klar. Nee, wir sind schneller tatsächlich. Hä, warte mal. Wieso werde ich denn sicherheitsgebannt, wenn ich nichts tue? Das macht ja gar keinen Sinn. Dann geh doch einfach jetzt jemanden niederstrecken. Wo ist denn das Problem? Hast du ein Problem mit Gambo? Ja, schon ein bisschen. Ja, dann bist du ja falsch. Das glaube ich ja wohl kaum. Ich kann dir helfen. Ich kann dich ja schon mal zu einer Menschenmasse bringen. Du machst ein bisschen RP, hey, so und dann, ne? Weil ich möchte dich ungern bannen, Sina. Von dem Zerber. Ja, das glaube ich dir. Ich... Was ist das hier? Der Final City Support. Wo steht das? Hast du die PDF runtergeladen und den ZIP extrahiert? Es gibt doch nirgendwo eine PDF. Weißt du was? Ich gebe dir einfach einen Tag länger Zeit, ja? Okay, danke. Okay, aber bis spätestens morgen um die gleiche Uhrzeit musst du jemanden getötet haben. Ja, okay, alles klar. 2.9., um Gottes Willen. Was machst du denn sonst hier? Hast du Podcasts hier am Laufen oder was? Ja, es tut mir leid, ich bin halt nicht so gut im Niederstrecken, wenn es dazu kommen muss. Na gut, dann zeige ich dir mal, wie es geht. So, nimmst du Waffe in die Hand. Dann zack, zack. Ja, Speedboost ein bisschen. Hier. Achso. Ja. Verstehst du? Aha, siehst du mich teleportieren ein bisschen? Ja, guck mal, das kann ich zum Beispiel nicht, dieses Sonic-Pilotär-Dings da. Dann machst du hier, zack, und dann eine Glitch-Roll. Verstehst du? Ja, und dann kann... Ja, denk ich kann keine Glitch-Roll oder was bei diesem Gambo-Verhalten, was wir hier alle machen. So, und ist doch leicht, oder nicht, Zina? Ja, super, ja, es ist leicht schon. Ja, klasse. Ja gut, dann hoffe ich, dass du demnächst noch jemanden umbringst, ne? Natürlich, dann mache ich ein bisschen fitner und dann mache ich irgendwie, weiß ich nicht, und dann... Ja, klasse. Okay, danke. Gut, dann bringe ich dich mal wieder, wo warst du nochmal im Würfelpack, richtig? Im Kleidungsladen. Okay. So, viel Spaß noch auf... Zina? Ja? Ah, viel Spaß auf Final City. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, die losgelaufen, hätte jetzt jemanden niedergeschossen.
er löst nicht auf. Soll ich einmal sagen? Soll ich auflösen? Eigentlich löse ich meistens nicht auf. Okay, ich löse auf. Sina? Oh, ja. Ich mache nur Spaß. Ich habe dich ein bisschen getrollt. Ich hoffe, du verzeihst mir. Hast du bestanden? Ja. Oder werde ich jetzt gebannt, weil ich zu schlecht bin? Ja, leider ja. Oh, verdammt. Nein, also, wie gesagt, das natürlich gibt es die Regel nicht. Du darfst gerne weiter hier niemanden töten. Ja, ich versuch's. Wenn ich natürlich muss, dann muss ich, ne? Also, ja, natürlich. Da kannst du nichts für, verstehe ich. Ja, man muss seinen Weg gehen. Wenn die Familie ruft, dann ruft die Familie. Versuch mal so gefährliche Stimme wie möglich zu machen. Das gefährlich, ich kann nicht, ich bin krank. Wie ja, ich soll bin ich auch denn krank. Reden? Und wie soll ich jetzt reden? Männlich? Sie auch, danke schön. Ja, ja, nee, das machst du ja schon die ganze Zeit. Irgendwie anders. Wow. Warte, ich darf nicht lachen, sonst krieg ich einen Hustenanfall. Ja. Nee, irgendwie so RP-mäßig. Ich bin Sina. Aber das ist doch nicht mein Slang. Wie ist denn dein Slang? Erzähl mal so. Ja, so wie ich jetzt rede. Ich kann weder okay, irgendeine andere Test, Sprache noch. Okay, Test, kleinen Moment. So. Tut mir leid. Oh, hola, guten Tag. Hallo. Von dem Platz? Ja, richtig. Was machst du hier? Ich wollte mich umziehen, tatsächlich. Finde ich sehr interessant. Und wieso? Weil man mir gesagt hat, dass mein Dekolleté etwas zu, ja, du wirst wahrscheinlich schon sehen, warum. Ja, das kann ich schon verstehen. Also eigentlich dachte ich, das wäre ein T-Shirt drunter, aber es war nur ein Tattoo. Ich wollte mir jetzt eins drunter ziehen. Was? Wieso, Mirda? Ist doch überbewertet, Mirda. Heutzutage braucht man doch gar nichts mehr anzuziehen. Nein, mich hat man gestern gefragt, warum die Dinger so fett sind. Ich habe gesagt, weil ich meine Koks-Päckchen da drunter verstecke. Ah. Oh, hey. Okay, alles klar. Wir sehen uns. Natürlich. Adios. Adios. Das ist schwerer, als ich gedacht habe. Was wir hier unternehmen gerade, Chat. Das ist ein bisschen... Moin, moin. Herr Davis? Hallo? Ja, ja, moin. Willkommen im Support. Servus. Kannst du dir vorstellen, warum ich hier bin im Support? Auf gar keinen Fall. Aha, also hast du nichts gemacht? Nee, ich bin tatsächlich vor weniger als 2 Minuten aufgewacht. Ja, und das ist genau das Problem. Hast du eine Aufnahme davon, wie du aufgewacht bist? Ja, habe ich. Wieso? Wieso? Wieso nimmst du sowas auf? Weil wir das müssen. Korrekte Antwort. So. Sag mir mal bitte die 3 obersten Regeln vom Regelwerk von Final City. Welches Regelwerk meinen Sie denn? Kennst du meinen Supportnamen überhaupt? Weißt du, wer ich bin? Welcher Supporter? Nee. Ich kann ja mal meine RP-Stimme machen. Wie geht's dir, Bruder? Ich bin Ali Abub. Der Hausmeister von Unicorn. No? Ich glaube nicht, dass es der Hausmeister vom Unicorn ist, aber... Nee, war ich mal in Immortal-Zeiten. So, früher. Ja, richtig, mit Montana. Montana Black. Kenne ich nicht, noch nie von gehört. Von Montana oder von mir? Beide. Einmal bitte ausloggen und Support melden. Jetzt sofort? Nee, erst in 10 Minuten, natürlich jetzt sofort. Ja, wie heißen Sie denn? Ja, Ali Habub. Einmal bitte im Support nach Ali Habub fragen, ja? Okay. Danke, bis gleich. Bis gleich. Einmal ausloggen, danke. Das kann doch nicht sein. Hey. Hä? Moin, moin. Einmal bitte aussteigen. So. Willkommen zu Portal Final City. Weißt du, warum du hier bist? Nee. Kannst du mir den RP-Hintergrund nennen, warum du hier auf dem Gebäude bist drauf? Ich wollte meine Freunde anrufen, aber die sind nicht da. Und du hast Freunde hier auch, ja? Natürlich. Ja, klasse. Dann sag mir mal bitte eine Regel vom Final City. Regelwerk. Leben beschützen. Mit Sicherheit hältst du die auch ein? Natürlich. Du bist bestimmt 24 Stunden auf der Route. Weißt du, wie mein Supportname ist? Nee. Welcher Supporter kann ich sein? Schätz mal, rat mal. Ich weiß es nicht. Ja, besser ist es. Ich muss dir auch meinen Namen überhaupt nicht sagen. Dann passt es. Ja, super. Okay, sende mir mal bitte die letzten 12 Clips ein, wo du jemanden getötet hast, ja? Die 12? 12, richtig. Wo soll ich denn das einsenden? Ja, am besten im Final City Discord. Hallo? Ja? Hast du mich verstanden? Ja, wo genau denn?
Wie, wo genau denn? In dem Clips-Ordner. Clips, Bilder, Cheating, V12, 063 im Discord von Final City. Ich werde die ganze Zeit verarscht, ne? Nein. Moin, moin, willkommen im Support bei Final City. Kannst du mich hören? Hallo? Ja, ja. Ja, klasse. Was machst denn du hier? Müllabfuhr, Sonne. Ja, super. Leider ist es dir aber auch nicht erlaubt, vor 17 Uhr Müllabfuhr zu arbeiten auf dem Server von Final City. Ach so, ey, ich schwöre, ich wusste das gar nicht. Hat mir niemand mitgeteilt. Aha. Ich habe erst gestern angefangen, das zu machen. Gestern schon? Das ist erst ab heute 17 Uhr erlaubt. Das sind ja gleich zwei Regelbrüche. Das ist blöd jetzt. Aber gestern waren voll viele Leute unterwegs. Gefühlt 15 Leute mit mir. Alle. Okay, also hast du jetzt auch noch Leute in die Pfanne gehauen? Ach so, nee, alles gut, ey. Mann, das ist unfair. Ja, kein Problem. Leider also, ist es hier... Also gestern war komplett verboten, oder wie? Komplett, ja, klar. Okay, wusste ich gar nicht. Ich war aber auch sogar wegen, glaube ich, einem Fehler im Support und die Dame hat mir das auch nicht gesagt, weil ich konnte diese Dame am wie meinst du Fehler? Regelwerk nicht sehen. Hat dir gestern jemand gesagt, einmal beim Support melden? Nein, ich bin selber reingegangen. Ja, okay, verstehe. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Das bleibt nur bei den ersten zwei Verwarnungen von gestern und heute. Kriegst du zwei Verwarnungen, okay? Wie, warum? Aber niemand hat mir das so gesagt. Ja, du musst das Regelwerk von Final City jeden Tag selber lesen. Ja, aber steht doch nichts drin davon. Nicht diskutieren bitte, ja? Also, akzeptierst du die zwei Verwarnungen? Ja, klar. Okay, super. Ja, nichts anderes übrig. Dann bitte einmal einen Entbannungsantrag stellen. Bei Discord? Richtig, denn erste Verwarnung sind 3 Tage Bann plus die zweite nochmal dazu sind 7 Tage. Das heißt, nach 10 Tagen kannst du wieder connecten. Hä, aber ja. Hallo? Ja. Ja, aber ich verstehe nicht. Normalerweise steht doch... Also ich habe gerade hier eine Aufnahme getätigt, wo du akzeptiert hast, dass du die 2 Ones annimmst. Ist das jetzt echt? Ernst gemeint? Nee, ich mache hier nur zum Spaß meinen Job. Sorry. Nee, das tue ich mir hier nicht an. Ja, wie? Muss ich jetzt so raus oder wie? Ich diskutiere mit einem 3-Jährigen. Ich kann das alles nicht mehr. So, wie ist dein Name? Mohammed Shakir. Oh, erstmal super Name. Dankeschön. Ich heiße auch Martin. Oh. Martin heißt du? Ja, richtig. Hab noch nie von dir gehört, aber okay. Ja, klasse. Was muss ich jetzt machen? So, du kommst jetzt erstmal bitte mit. Hier an die Wand. Wenn das bei ihm klappt, dann raste ich aus. So, wo war denn das? So, hier einmal bitte E drücken. Was für E? So, du musst hier auch E drücken. Komm rein. Ja, mach die ganze Zeit. Hä? Okay, reicht das langsam, ja? Hä, ich drück doch die ganze Zeit, ich schwöre. Ja, passiert nichts. Nee, bitte einmal ausloggen und sofort im Support melden, ja? So, bei Discord jetzt rein, oder wie? Ah, weißt du was, ich habe einen guten Tag heute. Du darfst weiterbleiben. Wie? Du kannst einfach weiterspielen, okay? Ja, darf ich jetzt diese Müllabfuhr machen oder nicht? Ja, darfst du. Sicher? Ja. Ihr habt ihn nur verarscht, ich mach Spaß. Ach so, ey, ich... Ja, weil ich hab mich gewundert, da stand gar nichts gestern und niemand hat mir was gesagt. Ja, natürlich nicht, die Regeln gibt's so, auch Bitcoin, nicht. Ach so, Bitcoin, du bist das. Ja. Ja. Oh. Viel Spaß auf Final City, ja? Ich danke dir, Bruder, alles gut, danke dir. Ja, lass ihn arbeiten. Viel Spaß dir auch, Alekunsalam. Er sagt einfach, ich akzeptiere die 2 Worte, was soll ich machen? Guck mal, Abu Goku läuft gerade als Supporter rum. Was macht Lee Christmas, der krasseste Stream-Sniper der Welt, stellt sich hier hin, weil du denkst, ich verarsche dich jetzt? Ich kenne dich doch ganz genau, Christmas! Was denn, Abu, was denn? Hä? Du weißt doch ganz genau, warum du dich hier hinstellst! Na, hä, ich wurde gerade bedroht, ich habe gerade PD angefunkt, ich bin doch PD. Okay, eine Frage. Bist du in meinem Stream? Ich hab grad... Nein. Okay, log dich bitte aus, komm in Discord. Jetzt aus Final City Support, komm schnell. Nein, warum sollte ich? Bitteschön, Beweis dafür, dass du mein Stream bist und die ganze Zeit gesehen hast. Ja, aber du bist doch Streamer, hä? Wenn mir Supporter-Ansage drückt, okay, aber du fahrst doch. Sonst wärst du jetzt nicht als Supporter unterwegs, oder warum bist du als Supporter unterwegs? Er wusste, sorry, Lee Christmas. Rommel sagt, dreht euch zur Wand. Rommel sagt, kniet euch. Warte, ich habe eine Idee. Na, wenigstens bist du zu etwas gut, Christmas. Ich war wirklich nicht in deinem Stream, ne? Aber scheiß drauf, was gut. Was machen wir jetzt? Wenn ich jetzt auf Dach... Komm mit mir rein. Rommel sagt, dreht dich. LSPD, nimm sofort die Hände hoch und ihr seid tot! Nicht schießen!
Nicht schießen! Hey! Hey, bleib, stehen bleiben, nicht schießen, nicht schießen! Sofort raus, sofort raus, sofort raus! Ja. Sofort raus, alle beide raus, alle beide raus, 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 raus! Nimm die Waffe runter, Kollege, oder ich schieß dich in den Kopf! Raus, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben! Raus mit deinen langen Haaren, hast verstanden? Raus! Ich kann's dir, du hast keine Chance gegen mich! Ich knall deine ganze Geiseln ab. Dame. Ich knall deine Geiseln handeln. Ab. Wir dürfen nicht knallen, bitte. Geiseln hier. Macht einen Fehler, töten wir Leute hier. Ihr habt keine Ahnung, wer ich bin. Mein Name ist Duanga Kalenga Fufuna und einer aus S. Ich schieß euch in Fresse, wenn ihr nicht Geiseln rübergibt. Hey, los! So, mach das jetzt ganz ruhig. Al-Kassab, wir klären das alles. Ich bin nicht Al-Kassab, ich bin Abdallah. Ah, das ist Trommel von den OGs. Funk mal bitte durch, dass es die OGs sind. Ich bin Abdallah bin ich. Funk durch. Mustafa, komm her, Mustafa. Okay, wir brauchen jetzt einen Verhandlungspartner. Wir wollen Geld für die Geiseln. Ah, den Händen kenne ich auch. Das ist Batu von der OG. Okay. Okay, wie wollt ihr jetzt verhandeln oder nicht? Natürlich. Ja, okay. Erstmal will ich den Mann mit hässlich Fresse. Er soll seine Maske ausziehen, sofort. Ich zieh mein Eier zieh ich aus, der Same. Ich zieh gar nichts aus. Nein, Kollege, die sind viel zu klein wie Mummel. Warte, das geht nicht so. Du musst sagen, ey, also, wie viel Geiseln du hast, Bruder, das kannst du nicht so. Wie viele Geiseln haben sie denn? Bruder, sag, du hast Geiseln, Bruder. Ich hab Geiseln, ja, Samir, hast du verstanden? Ich hab Geiseln. Ja, wie viele? Nimm deine Waffe runter oder wir müssen leider schießen. Ich hab Geiseln, hast du verstanden? Nein, Bruder, ja, gehen Sie doch bitte wieder. Nee, du musst wieder reingehen, du musst wieder reingehen. Komm wieder rein. Hey, ja! Hey, Enno, lass bleiben Sie ruhig! Lassen. Okay, wir gehen wieder raus. Geh wieder raus! Fessel, mach die Fessel ab, Bruder. Ich mach weg, der muss wieder rausgehen. Geh raus! Okay, ich geh raus. Geh raus. Nein, ohne ihn! Hey! Knall auf ihn! Knall auf ihn! Siehst du? Maniak. Siehst du, selbst ist der Mann, du Arschluck! Lass mich los, du Hund! Halt deine Fresse oder ich fick mich sofort! Bleib stehen! Komm rein! Ist leider was falsch gelaufen, Officer Christmas! Alles gut. Danke. Niklas, danke schön. Ja, ja. Hast du überhaupt welche dabei? Nein, Mann! Jetzt. Hä? Scheiße, wir haben ein Problem. Ja, mach ab. Ey, Duanga, komm, lass mal hier Geschäft machen. Komm, lass mal essen, jetzt Digga. Auf den Bunker hier, bitte. Ja, wie viele Geiseln haben Sie denn erstmal? Wir haben 4 Geiseln. Mach mal ab, Bruder, ja. Sagen Sie, Nesel, herkommen, ich mach Ihnen sein Fessel ab. Der hat Waffe. Ey, der hat geschossen. Ey, warum schießt der? Ey, der soll meine Waffe wieder. Warum? Bruder, der hat meine Waffe geklaut. Der hat eine Geisel. Wie, der klaut deine Geisel? Lakshu, lass mal Lust daraus. Guten Tag, geh einmal mit rein und nimm die Leute fest und sie sind Polizist. Hallo, Kollege, bitte einmal von Waffenort entfernen. Einmal bitte raus aus der Sperrzone. Jungs, das ist mein Uster, lass den mal raus. Ey, Bruder. Ja, einmal bitte raus aus der Sperrzone. Wenn ihr diese Verhandlung verkackt, ich werde euch jagen. So, nur ich kann die Fesseln lösen. Einmal bitte herkommen, dann kann ich die Fesseln aufmachen. Komm du rein, langsam, komm. Ich komm niemals rein, Polizei darf nicht rein. Okay, doch, ey Bruder, knall den ab, wenn er mich mitnimmt. Knall den ab. Natürlich, ihr werdet nicht geschossen. Komm her, bleib ihm stehen. Langsam, du Angel. Mach die Fessel ab, hab ich gesagt. Ja, die sind jetzt macht ab. Dann macht er, komm rein. Die sind ab. Okay, wir können maximal 1 Million bezahlen für alle Geiseln. Nein, der hat mal auf eine Geisel geschossen. Twitch Prime ist kostenlos, Leute. Hör mal zu. Ja? Gib mir mal Fesseln. Hä? Ich geb dir gar nichts, bist du blöd? Seh ich aus wie dumm oder was, Kollege? Gib mir Fesseln. Nein, hast du einen Schaden? Ich muss die Geiseln befreien, sonst kann ich die Geiseln nicht befreien. Gib mir Fesseln. Na toll, ich willst du sie anbinden mit Fesseln? Ich bin nicht blöd. Leute, Twitch Prime ist kostenlos. Bruder, du gehst doch nicht zum Bullen und sagst, gib mir Fesseln. Das macht doch keinen Sinn. Die ist Regel Nummer 1, Fresse halten vor dir Christmas. Ja, Bruder, du musst anders mit den anderen. Regel Nummer 2, nicht atmen, weil dein Mund stinkt nach Scheiße. Regel Nummer 3, verpiss dich sofort. Ich betreib nicht. Stabilisier diese Mann. Was ist deine Nummer? Ich geh in Waffe. Regel Nummer 4, geh rein, lass dich tot macht. Nein. Mann, Bruder, dein Name, FixTV, WixTV, egal wie ich es ausspreche, du nimmst mich hoch damit. Was soll das? Unklar seine Waffe. Hallo. Kollege, wir müssen bitte die Verhandlung weiterfahren, sonst müssen wir leider stürmen. Mit geh du was machen, ne? Bruder, hey, sein Name ist so. Mexikanische Ratte, sei leise. Den sie doch bitte. Warum bin ich mexikanisch? Ich bin aus Fofona Tomboy. Ja. Was? Aus Fofona Tomboy, das ist Kontinent in Sunto. Hey, tanz mal ein bisschen, ja, Mann. Hey! Hey! Man darf nicht schießen, da kann. Bruder, scheiß auf dir, ja. Aber wenn du knallst, gibst du nicht. Bist du einmal schießt, ich hab dir 3 Kugeln in den Kopf geschossen.
Ja. Gib mal sofort diese 1 Million, aber schnell. Hamid, ja, gib mir sofort die Geisel, ich geb dir 1 Million von dir auf Hand. Hamid. Bakrala. Ich geb dir eine Geisel und du gibst mir die Million, hast verstanden? Ich wurf deine Mutter, ich geb dir sofort 1 Million, wenn du ihn rausholst, die Geisel. Ich hol nur eine. Nein. Alla. Ich will alle Geiseln. Beweg dich nicht so viel, sonst beweg ich mich auch. Hamid, komm wieder rein, die können auf dich knallen, komm mal. Komm wieder rein. Komm rein. Wie ist dein Name, Hamid? Aha, ich weiß deinen Namen. Ja, mein Name ist Hamid. Hamid von Ding, von Eier. Also Hamid Eier. Hol jetzt bitte die Geiseln raus, ich geb dich 1 Million in Bar. Ich wurf deine Mutter. Komm rein. Gib dir 1 Million, aber sofort. Ja, hol mir die Geiseln, aber sofort. Erstmal wollen wir die Geiseln haben, ne? Medik, komm rein, ja Mann, ja, komm rein. Ist einer am Verhungern, kommen Sie rein, schnell. Medik? Komm rein, Medik. Ich denke nicht, dass ich da reinkomme. Medik, Sie dürfen nicht reingehen. Wenn Sie reingehen, leider muss ich die Knast stecken. Medik, komm rein sofort, komm rein, sonst kann ich nicht ab. Komm rein. Okay, dann weißt du was? Weißt du was? Dann schneide ich jetzt die Finger. Ah, okay. Nein! Lassen Sie seine Finger in Ruhe, er muss noch Wurst essen! Ja, okay, dann. Er kann nie wieder Fufu essen! Wie wär's, wenn ihr den einfach vor die Tür legt? Sie wissen, wir dürfen stürmen, ja? Sie haben eine Geisel schon niedergeschossen. Wenn wir wollen, wir können stürmen. Bum, 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 ihr alle tot, wir raus. Diese Geisel hat eine Waffe geklaut. Diese Geisel ist ein Krimineller. Nein, du bist Krimineller, Hamid Aya. Medic, kommen Sie einfach hier vor die Tür, da kann nichts passieren hier. Nein, ich. Hey, Medic! Medic, gehen Sie weg! Gehen Sie sofort weg! Wir nehmen Abstand, Wie kann nichts passieren? Kommen Sie, Medic! Hey! Ich. Ja, oh. Retten Sie sein Leben, Medic! Wir behandeln können, ohne dass wir dem Mediziner Risiko geben. Gib dir 1 Million. So, Hamid Aya, ich hab ihn gerettet. Andere Geisel, bitte alle raus, 1 Million auf deine Hand. Oder Kugel in dein Fresser, such die aus. Jetzt die 1 Million. Nein, ich will doch die Geisel. Ich sehe die Geisel da hinten, ich kann sie sehen. Da, ja, sind sie. Da sind sie, zwei Stück. Ich mach's anders. Holen, Bordanelle, ja. Medic, guck mal, wenn ihr jetzt bewegt, geht die Machete in seinen Rücken. Das ist kein Spaß hier. Jungs, lasst das einfach. Warte mal, gibt's das hier? Ganz easy klären. Medic! Lasst uns unterhalten. Wir können doch alle miteinander reden. Wir sind doch alle alt genug. Ah, geht gar nicht. Gib dir 1 Million sofort. Ich kann auch was singen. Ibrahim Tatis, es kann euch was vorsingen. Dann ist alles wieder gut. Sing. Sing mal. Ich hab gesagt, die 1 Million. Jungs, wir können doch gleich einen Chai trinken gehen, alle zusammen. Hey, die holen Helikopter. Das ist immer noch eine nicht. Falle, das ist eine Falle, die holen Helikopter. Alles gut, Bruder. Ich komm nicht weg so. Hey, Christmas. Ja. Ich hab eine Machete. Ja, Abdallah. Hey, komm lieber rein. Oh, das ist nicht korrekt, was du gemacht hast. Gib's einen auf wieder. Hey, komm mal einmal zu. Ich meine, 2-1-3. Lauf mal nach vorne, lauf mal nach vorne. 2-1-3. Lauf. Ich bin einfach zurück. Lauf. Okay. Aber nicht raus, sonst schießt ihn in deinen Kopf. So, Kollege, ich sag das noch letztes Mal. Komm einmal so. Wenn du auf uns schießt, schießt du auf die, hast du verstanden? Ich schieß in deinen Fresser und nur dein Fresser geht kaputt, hast du verstanden, ja, Hamid Aya? Ich kriege ihn jetzt ab. Ey, nein! Wenn du ihn schießt, dann kommen wir rein. Wein. Jungs, ganz ruhig. Alle ganz ruhig. Wein. Ganz ruhig. Wein lauter. Wir können gleich alle zusammen. Der Wein. Ich mein's ernst! Oh mein Gott, der Wein. Nimm jetzt die 1 Million. Nimm dir 1 Million. Er weint. Bitte Hilfe! Nimm dir 1 Million, Bruder. Das ist kein Spaß hier. Wir können Duanda. Alles entspannt. Duanda, das ist kein Spaß mehr hier. Nimm dir 1 Million, Bruder. Das ist auch kein Spaß. Wir wollen die Geiseln ja retten. Sanula, das ist scheiß Geld, Jungs. Ja, Herr Duanga hat ihn doch gesagt, was wir machen können. Ja, aber nicht alle auf einmal. Ich sag, oder kriegen wir das Geld oder nicht? Natürlich, ja, wenn ihr rauskommt. Mit Hände nach oben wird man dich immer loben. Oder nein. Mit Hände ab. Guck mal, wenn du mir jetzt nicht das Geld gibst, dann siehst du heute Sterne. Warum? Hast du verstanden? Warum? Hey! Nicht geil. Hey! Hallo, ich komm rein, Hamid Aya! Schieß, Hamid, komm zurück, wir schießen! Ich knall! Nicht schießen, das ist kein Weg. Das siehst du? Die sind stärker als wir. Oh mein Gott, der liegt schon, ja. Ich hab alle! Hey. So! Kommen Sie! Hol die sofort alle hoch! Knast! Jetzt yes, vor alle! Alle Hände hoch! Kollege, halt die Fressen, ja? Halt die Fressen! Alle Hände hoch! Kommt runter! Geh? Dann geht nichts. Kommt runter, Mann! Haben wir alle? Ups, Entschuldigung! Was ist das? Okay, ist erstmal Miopack. Miopack?
Die haben mich verletzt, die haben mich geschlagen. Haben die verletzt? Die haben mich gequält. Perfekt, keiner ist verletzt geworden. Sehr gute Arbeit. Wo ist Hamid Aya? Ja, danke, 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 danke. Sehr gut, bitte einmal alle hochholen. Officer. Oh, danke schön. Officer. War das hier eine Geisel, wa? Das war eine Geisel wahrscheinlich auch, oder? Officer, was ist Ihr Name? Mein Name ist Duanga Kalinga Fufuna und einer aus der Spezialeinheit von der LSPD von Los Santos. Ich bin Rang über Sie. Viele Rang. Duanga, ja, zurück. Willkommen zurück, Duanga. Natürlich, danke schön. Ich kuss deinen Arsch. Ich kenne Sie noch nicht. Mein Name ist Ibrahim Tattas. Es freut mich. Ich kenne ihn. Ich habe ihn früher mal eingestellt. Hallo, Ibrahim. Aua. Ich kenne ihn noch nicht. Deswegen erstmal. Na, was ist das hier? Ich kann nicht loslassen. Hilfe. Guten Tag. Ja, Schießerei, so wie ich sie mag. Lass mal die Träne. Ich schieß dir in dein Fresser und das ist ein schöner Tag. Hallo, guten Tag. Ja, bleib Moment bitte, hallo. Geisel genommen. Ja. Was soll das hier? Ich hab alle rausgebracht. Sehr gute Arbeit. Dankeschön. Nein, bitte. Genau zu sein. Okay. Die haben mir eine Pistole zugesteckt. Aha, hat der auch Pistole? Nein, hab ich nicht. 127, ne? Guck mal jetzt, Chat. Das ist nicht der Einsatzleiter gewesen hier. Das war Herr Fufu. Wer ist denn Herr Fufu? Duanga Kalinga Fufuna und einer Ostas, wenn ich bitten darf. Oha. 172 stimmt. Der genau. Hallo? Das sind die Geiseln hier, wa? Ja. Okay. Drei Stück, wo ist die vierte? Da war. Fünf Geiseln hatten die gehabt, oder was? Richtig, soweit ich mich erinnern kann, hatte der am Boden auch ganz viele gefährliche Kriegswaffen dabei. Oh, okay. Schauen wir gleich mal. Ja. Also Langwaffen wahrscheinlich oder so. Nein, nein, ich glaube noch viel heftiger von André. Ja. Oh, oh. Ja, krieg keinen Bahn. Also ich bin... Meine Hände tun weh, bitte helfen. Dispatch schon gemacht, wa? Wunderschön. Hier, bitte einmal erstmal diesen Mann hochhelfen, bitte, Medic. Ja. Herr Duanga, kommen Sie ganz kurz, bitte. Natürlich. Was geht? Eine Frage. Ja, bitte? Lassen wir die frei oder was läuft hier? Wollen Sie gekundigt werden? Nein, weil... Beide maximale Hafteinheiten plus doppelt und dreifach. Ich bestimme das jetzt. Wer ist beide? Die da vorne? Alle drei. Und die da hinten? Oberkörper frei? Oberkörper frei, auch 3x60 Hafteinheiten. Stimmt, ich muss das mal kurz festsetzen. Also alle 60 Hafteinheiten, ja? Natürlich. Da, kommen Sie mit. Was mit der Geldstrafe? Knast. Geldstrafe bitte jeweils 500.000. Nein, 500 dürfen wir nicht. Ey, Kollege, das wäre mir nicht stimmig, hast du mich verstanden? Okay, dann müssen Sie das machen. Natürlich. Okay, dann kommen Sie bei uns gleich einfach, ja. Haben Sie keinen Ausweis? Nee, Führerschein. LSPD, bitte bleiben Sie stehen! Oh, er ist schon gefesselt. Ihr müsst führen. Ruhe. Was macht ihr? Führen müsst ihr den. Bleib stehen. Lass mich aufstehen. Bitte bleiben Sie stehen, Herr Hamid Aya. So. Bringen Sie ihn bitte zu mir. So. Ja, klar. Durchsuchen Sie einmal, was hat er für Waffen dabei? Nein, ich hab gar nichts dabei. Mir wurde was zugesteckt. Joel? Nur ein Messer. Mir wurde was zugesteckt. Eine Pistole und Minigun. Was? Eine Minigun dabei. Was? Nein. Ein Kriegswaffe? Ah! Ach, die Scheiße, Mann. Wie wollen Sie das handhaben? Lass mich gehen. Moment, ich nehme die Minigun ab. Kleinen Moment, bitte. Das sind 3x60 Schafteinheiten. Alles klar, Kollege. Nehmen Sie. Die wurde mir zugesteckt. Scheiße. Da vorne ist da einer, Mann. Okay, Sie können natürlich der Strafe entkommen, wenn Sie wollen. Hey, bleiben Sie. Hallo. Nehmen Sie wieder an die Hand. Oder was hat der alles dabei, Minigun? Zimmer. So. Jedes Mal werden Sie weg. Kleinen Moment. Hey. So, Sie können mit mir kooperieren und dann mache ich die Strafe weg. Wollen Sie? Ja. Okay, Usu. Du musst nur sagen, das war Rommel alles und die OGs okay. Und dann lass ich dich frei, 100%, ich schwöre deine Mutter. Ich bin kein V-Mann, okay? Gut, dann Knast, 3x60 Hafteinheiten, viel Spaß. Vertrau mir, ein V-Mann zu sein ist eine gute Sache. Ich war 9 Jahre im Knast, die sind 3x30, macht mir keins aus, okay? 9 Jahre. Okay, hörst du, ich gebe dir einen anderen Vorschlag. Ich mach dir jetzt einen Vorschlag, okay? Okay. Du gibst mir diese Knarre, diese Minigun, und dann sage ich aus gegen die alle. Wirklich? Herr Duanga, nach ihm wurde gerade im Funk gefragt. Ja, natürlich. Sagen Sie, Duanga meldet sich gleich. Okay, ja, ich hab eine andere Idee, Kollege. Nein. Hörst du? Ich geb dich die Gun Mini und dann
Ich hol dich frei, aber ich muss dir leider ein Fußfessel anlegen, damit du nicht fluchtest. Aber hörst du, wir tun so, als ob das Fußfessel ist. Wir machen eine Smartwatch bei dir um die Beine. Okay, kriege ich die Minigun 100%? 100%, ich wurf deinen Motor, sofort kriegst du. Wie heißt du, Duanga Kalinga Fufuna Onana Osses. Duanga Kalinga Fufuna Onana SS. Ja. Dann gib mir mal, dann will ich diese, diese Minigun haben und dann sag ich gegen die alle aus. Okay. Gegen alle. Oh. Warte. Aber du, okay, hörst du, du versprichst mir, dass du aussagst gegen die alle? Genau. Okay, dein Name ist Hamid, richtig? Ich geb dir ein Versprechen. Okay. Ein von den Bullen, den knall ich ab. Okay, dann noch eine Frage. Aber war Rommel das 100% mit diesem Überfall? So ist das damit, ne? Das sag ich. Man sieht sich zweimal im Leben, Hermano. Wer ist dieser Maniak? Hat dein Handy vibriert oder warum ist er so? Ah, das ist dieser Maniak, den ich auf Berg gefahren habe. Nein, ja, kann sein. Warte, okay, hörst du? Hörst du? Hamid, uns hört gar keiner. Uns hört gar keiner. War das Rommel von den OGs bei dem Überfall, ja oder nein? Wenn du mir das alleine sagst, dann weiß ich, du hast 100% recht. Danach, weil bringt sowieso nichts. Die anderen müssen uns hören. War er das oder nicht? Die Minigun? Ja. Dann war er das. Okay, kleinen Moment. Bleib stehen. Mach mich frei. Kleinen Moment. Mach mich frei. Kleinen Moment, ich such mal die Minigun. Aha, hier. So, ich hab dir die schon mal gegeben. Hey, das war keine. Warum? Das war Cappuccino. Nein! Gib mir die Minigun. Sag erst, das war Rommel. War das Rommel von den OGs, der mit dir Überfall gemacht hat, ja oder nein? Gib mir die Minigun. Okay. Einmal zu. Warte. Du lädst alle deine Freunde ab, okay? Und du fährst mit deinem Auto weg. Du weißt von gar nichts, okay? Okay. Mit die Minigun. Okay. Dann sage ich, dass es Rommel war. Also war es Rommel mit dir, ja oder nein? Ja. Gib mir die Minigun. Okay. Geben Sie dem eine gerechte Strafe. Schnauzen. Oh. So. Kleinen Moment, mein Handy. Also war es Rommel mit dir, ja oder nein? Okay. Sag gar nichts. Oh, das ist leider hart. Leider Aufnahme gefunden. Was denn? Wo bist du? Also war es Rommel mit dir, ja oder nein? Psst. Ja. Gib mir die Minigun. Okay. Das ist ein zusammengeschnittenes Video, das ist gar kein Beweis. Das war eine Tonaufnahme, kein Video. Also, er hat mehrere Aussagen gegen dich gemacht, Rommel. Oder was ist los hier? Ich hab niemanden verraten. Du miese Schwein, Hamid. Ich hab niemanden verraten. Herr Rommel, wie ist der Nachname von diesem Hamid? Ich hab keine Ahnung, ich kenne seinen Vornamen, ehrlich. Okay. Er hat mir vorgeschlagen, dass wir so einen kleinen Coup machen, weißt du, ein bisschen Geld rausholen. Warte, Rommel, wenn du jetzt bestätigst, dass er das alleine war, kommst du jetzt sofort frei. Nein, das wäre gelogen. Das war meine Idee auch. Okay, gut, Hamid kommt frei, Rommel kommt Knast. 3x60 Hafteinheiten. Okay, gib mir meine Waffe. 3x60 Hafteinheiten, man, wir dürfen doch nur 60 geben. Laut unseren Dienstvorschriften. Duanga ist da. Duanga, mach mich frei, ja, Maniak. Also, okay, der kriegt auch nochmal vor Beleidigung nochmal 2x60. Nein, Maniak ist ein schönes Wort. Also nehmen Sie das auf. Das ist ein Schmeichelwort bei uns, das schmeichelt, ja, Samme. Wie heißt das Schmeichel? Was ist Schmeichel? Ja, nee, mit Kuss, mit Honig, weißt du, mit Leonik. Ich will Spaß. Duanga. Ja? Das ist so Habibi Amaniak. Beim DOJ will ich ein Gericht verfahren, also wirklich vom Gericht stehen, mit Anwalt, mit Richter. Also, Sie wollen ein Eilverfahren haben? Ja. Sieht diese Waffe hier aus wie ein Gericht? Mit Dispatch, mal gucken. Nee, das sieht aus wie Karneval. Ich funke einmal beim Dispatch. Das ist Feuerweg. Fragen Sie mal, ob Eilverfahren da ist, Zeit haben. Da sollte da okay, sein. Okay, Officers. Lassen Sie alle frei wegen Verdacht auf Vermummungsgesetz. Tragen Sie aber ein in den Unterlagen OGs 100% irgendwann Razzia. Weil Batu und Rommel haben 100% gemacht. Hamid, waren die das? Ja. Hey, was soll das mal mit, Mann? Du ekelhafter. Du hast selber zugegeben, solche Lüge oder? Ja, stimmt, er hat recht. Du hast selber zugegeben. Als Team. Ja, Bruder, er war das als Team. Du bist weicher als Pudding, Hamid. Weicher als Pudding. Er hat die mit seinem linken Ei gemacht. Komm jetzt, Bruder, mach mich frei. So, Hamid, du kommst jetzt mit. Dir geben wir jetzt die versprochene Fußfessel mit Uhr um dein Bein. Und dann kommst du frei. Jetzt wird die beiden, die hier, die sollen wir freilassen, was? Nee, ja, anscheinend. So weit schon. Ich will mal. So. Danke. Okay, Mann, komm mit mir. Ja. Von Seite. Komm mit mir, komm mit mir. Hier von Seite. Jetzt. Okay. Komm hier durch die Tür, durch die Tür, durch die Tür. Hell, Bruder. Wie? Hallo? Kollege, du musst E drücken. Nein, geht nicht.
geht nicht, ey. Kollege, komm rein. Hallo. Du musst mich nicht, ey. Nein, das ist kein Verarsch. Ach so, warte was mal, bei dir ist das C. Chad, habt ihr den gecheckt mit dieser Uhr-Fußball-Szene? Huh, ich kann nicht mehr. Was mit den anderen von Gashi? Das ist gut, das lösen wir im RP später. Der steht immer noch da. Oh, scheiße. Ey, Ace, ist Ace hier? Das war eine dicke Folge. Du bist ein Belieben, du würdest uns kriegen. Wir führen die Kriege, wir stehen, wir liegen. Die Amjas müssen dich mal schnell therapieren. Diego's Trash-Talk ist die Crack konsumieren. Oh, Schmutz, Bruder.